noch morgen einen fünften Stint und dann passt es. Oder ich esse einfach dann kurz einen von den Fischen, angel mir einen Stint und dann ist alles wunderbar. Dann sind alle glücklich, dann sind alle happy. War ich heute schon in der heißen Quelle? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob ich in der heißen Quelle meiner Farm schon war. Wird jetzt erstmal alles schön gegrillt, da alles schön viel Geld gibt. So, das müsste der letzte gewesen sein. Ja, das war der letzte. Und drei Karpfen. Ist halt jetzt gerade echt ein bisschen blöd, dass ich erkältet bin. Das ist suboptimal, wenn man sich am Freitagabend erkältet. Dann kann man sich Samstag nicht heilen, wenn eben da ein Fest ist. Dann kann man sich Sonntag nicht davon heilen. Dann muss man warten. Ist ein bisschen scheiße. Aber kann man nichts machen. So, Gießkanne gut zielen, damit ich nur einmal machen muss. Und ihr habt gesehen, wie viel es jetzt abgezogen hat von der Energie. Wow. So. Dann... zwei schwarze Perlen verkaufen. Eine behalte ich. Karpfen. Zwei verkaufen. Einen esse ich. So. Aber vorher, bevor ich den esse, will ich nachschauen, ob ich vielleicht noch nicht in der heißen Quelle war. Ich war noch nicht. Oh. Doch, ich war schon. Na dann. Gegrillter Karpfen. Und guten Appetit. So. Ich brauche nur einen Stint. Oder am besten vielleicht zwei. Dann kann ich morgen der Mizi noch einen Stint schenken. So. Liegt hier was? Jawohl. Jetzt kann ich eigentlich den ganzen Tag auch das ganze Zeug noch einsammeln. Also wir haben schon noch was zu tun. So ist es nicht. So. Dann mal kurz die Angel. Und hoffen, dass ich einfach gleich einen Stint angel und keinen Wels oder so. Denn der würde mir jetzt viel zu viel Energie kosten. Und das ist ein Stint, wunderbar. Gut, somit habe ich 5 Stinte. Das ist wunderbar. Jetzt gehe ich erstmal zur Gammonmine, suche da mal das ganze Zeug ab. Und dann auf dem Rückweg kann ich ja nochmal einen Stint angeln. Und irgendwie ignoriere ich jetzt gerade, dass ich Lina noch keine Tulpe gegeben habe. Suboptimal eigentlich, aber Mai, was willst du machen? So. Schnell hier entlang. Link, da drüben vielleicht noch Pilze. Jawohl. Geld, 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 Geld. Schön viel Geld. Ich brauche viel, viel Geld. Gut. Und ihr habt es ja gesehen in der Mine. Immer auf die Maulwürfe schlagen. Immer auf die Maulwürfe schlagen. So gering ist die Chance nicht, dass ihr einen Vital-Drink bzw. Bravo-Drink bekommt. So gering ist die Chance nicht. Einfach immer draufschlagen. Mit ein bisschen Glück habt ihr einen Vital-Drink, Bravo-Drink. Habt ihr ja gesehen? Ich habe einen Vital-Drink, einen Bravo-Drink und zwei Vital-Drinks bekommen. Ist doch richtig gut. Richtig Glück gehabt. Gut, super. So. Herkömmlicher Pilz. Und nochmal zwei herkömmliche Pilze. Wenn ich mich nicht irre, müsste vielleicht oben noch mal einer liegen. Mal schauen. Ja, da liegen sogar nochmal zwei. Und ja, jetzt habe ich noch etwas vor. Und zwar, was habe ich vor? Ich gehe jetzt nochmal in die Mine. Und zwar einfach nur so tief, wie es irgendwie geht.
ich irgendwie komme. Vielleicht komme ich ja nämlich auf eine von diesen Stellen, wo dann 10.000 Pilze sind. Und das würde bedeuten Geld. Aus diesem Grund gehen wir einfach nochmal rein. Ja, ich bin gerne in den Minen. Es macht mir gerade irgendwie echt Spaß, in den Minen zu sein und einfach zu hoffen, dass ich besseres Erz bekomme. Das macht mir gerade echt Spaß, aber es hat mich jetzt echt gerade vorher aufgeregt, dass jeder einzelne Stein, dass da ein Giftgas drin war. Nichts anderes mehr, nur noch Giftgas. Und auch nicht gerade selten, wirklich in jedem Einzelnen. Das hat mich echt angekotzt. Ah, da haben wir schon wieder einen Pilz. So können wir jetzt noch ein bisschen Geld noch dazu verdienen. Vielleicht nicht viel, aber immerhin. Und vielleicht begegnet uns noch ein Maulwurf. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir von ihm einen Bravo-Trink. Oh, das ist selten, dass auf so einer leichten Mine noch eine Treppe vergraben ist. So, erstmal ein bisschen umschauen, ob hier vielleicht noch was ist. Nein, nichts mehr. Dann wieder ein bisschen nach unten. Und da haben wir schon wieder Geld. Oh! Ja, warum habe ich da unten die Angel ausgerüstet? Ich will den Maulwurf nicht angeln. So. Na? Wo bist du? Da! Reicht es? Hat nicht mehr gereicht. Wo bist du? Na? Da! So. Hey! Und ein Vitaldrink. Ist das geil oder ist das geil? Ja, das ist geil. Das ist richtig super. Das freut mich. Hat sich das schon wieder gelohnt, hier reinzugehen? Das hat sich definitiv schon wieder gelohnt. Da haben wir hier nochmal einen Pilz. Ich meine, wir haben jetzt hier ein bisschen Geld gemacht noch. Wir haben nochmal einen Vitaldrink bekommen. Also ich bin definitiv der Meinung, das hat sich gelohnt, hier nochmal reinzukommen. Bisschen Energie habe ich ja noch. Ich kann noch ein paar Ebenen tiefer. Vielleicht begegnet mir nochmal ein Maulwurf. Zu dem Pilz komme ich hin. Wunderbar. Okay, jetzt muss ich mir den Weg freiklopfen. Sowas will ich eigentlich weitestgehend verhindern. Weil meine Energie ja gerade ein bisschen... Oh, ich dachte schon, ich komme nicht ohne Klopfen raus. Weil meine Energie halt gerade ein bisschen schon im Keller ist. So, und? Hoffentlich, jawohl, eine Fallgrube. Gut, da ist ein Pilz. Da ist die Treppe nach unten. So, vielleicht schaffe ich es ja noch, auf so eine Art Goldader dazu kommen, wo 10.000 Pilze sind. Das wäre super. Okay, ich muss mir den Weg freiklopfen. Zack. Golderz! Also ja, jetzt definitiv kann man nichts mehr sagen. Der Weg hat sich gelohnt. Ein Geysir ist eh vorbei. Ich muss gehen. Einmal können wir hier noch schauen, ob hier vielleicht irgendwo ein Pilz ist. Nein. Gut, dann gehen wir. Und zurück zum Anfang. So, dann schauen wir doch jetzt mal die Bilanz an. Ob es sich wirklich gelohnt hat, hier nochmal reinzukommen. Ein bisschen Energie verbraten. Mal schauen. Hat es sich gelohnt, hat es sich nicht gelohnt? Schauen wir es uns mal an. Was haben wir denn alles bekommen? Einen Pilz. Drei herkömmliche Pilze. Einen Vitaldrink. Drei bedenkliche Pilze. Und ein Golderz. Ich würde mal wirklich sagen, ja. Das hat sich volle Kanne gelohnt, da nochmal reinzugehen. So, gehen wir mal rein, legen das Golderz noch kurz ab und dann
pennen wir. Und am nächsten Tag können wir gleich weitermachen mit der Mine. So, und so können wir dann auch gleich ein paar Drinks sammeln. Dadurch wird der Gang nach oben bei der Mine, bei der Garmon-Mine zur obersten Ebene, ein relativer Spaziergang. Und wenn wir dann oben sind, haben wir eine weitere Powerbeere. Oh yeah. Denn oben ist nochmal eine Powerbeere, die habe ich zufällig gefunden, wo ich oben war, weil ich mir schon gedacht habe, komm, da oben muss doch eine sein. So wie ich es mir bei der tiefsten Mine, Ebene der Wasserhöhle gedacht habe. Nur, dass da eben keine war und bei der obersten Plattform der Gammon-Mine war eine. Ich weiß zwar nicht mehr genau wo, aber die lässt sich schon wieder finden. Gut. Dann lassen wir die ganzen Viecher mal rein. Und legen uns auch gleich schlafen. Wird Zeit. Lina hat zwar jetzt keine Blume von mir bekommen, aber was soll's, meine Güte. Hat's halt mal keine bekommen. Unglaublich, tragisch. Und schlafen. ...2338. Ich würde mal sagen, wenig ist es nicht. Dadurch, dass wir eigentlich nicht so viel gemacht haben. Da wir nichts eigentlich gemacht haben, was irgendwie auf Geld bezogen war. So, schauen wir uns mal das kurz an. Ich brauche mein Entenei. Okay, dafür habe ich alles. Ganz kurz du darüber. 5 Golderz schon, das ist herrlich. Das ist absolut herrlich. So, das ist herrlich. Sieht super aus hier. Schön viele Erze. Sogar 4 gelbe Edelsteine. Das ist toll, das ist richtig toll. Gut, gehen wir raus. Und am nächsten Tag können wir dann endlich mal die Erkältung wieder ausbessern. Ist ja schrecklich gerade. So, schauen wir mal nach. Können wir was ernten? Ja, unsere Erdbeeren. Eine famose Erdbeere. Oh, sehr schön. Das gibt natürlich Kohle ohne Ende. Hauptsächlich normale Erdbeeren. Schade. So, gibt es hier noch irgendwo Unkraut? Nein. Und, oh, der ganze Kopfsalat kann geerntet werden. Sehr schön. Das bedeutet auch wieder schön viel Geld. Das ist jetzt alles der Ungedüngte. Und trotzdem ist ein Famosa dabei. Sehr gut. Freut mich. Nur ich kann... Oh, ein Edler! Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein edler Kopfsalat. Der gibt ja richtig gut Geld. Das ist cool. Edler Kopfsalat, ja, das ist cool. Freut mich. So. Dann wieder hier ein bisschen gießen. So. Wunderbar. Dann kann ich die Viecher rauslassen. Und ich würde mal sagen, dann kann ich eigentlich schon... Ja. Ich könnte da kurz Richtung Lina und ihre tägliche Tulpe geben. Und dann könnte ich eigentlich sogar schon in die Mine. Also ich will halt relativ viel Zeit heute in der Mine verbringen, weil ich sonst eh nichts Großartiges machen kann. So.